So, damit Hallöchen und herzlich willkommen zurück in diese Wüste. Wir wollten ja eigentlich was machen, ne? Wir wollten ja eigentlich so einiges machen. Aber ich komme ja zu nichts, weil hier steht ein Toad rum auf einmal. Der war das letzte Mal noch nicht da. Ja, wir können jetzt ins nächste Land reisen, Mario. Hast du das schon vergessen? Nein, habe ich nicht, aber wir wollen jetzt erstmal mit dem Toad reden. Warum ist denn der da? Das ist der Tip-Toad. Hallo, Mario. Um Prinzessin Peach zu helfen, erstelle ich eine Inventarliste von den Orten, an denen sich Powermonde befinden. Ich meine natürlich Powermonde. Stellt das Finden von Powermonden dich vor ein Rätsel? Für 50 Münzen helfe ich dir. Möchtest du einen Hinweis kaufen? Ja, komm, machen wir einfach mal, um es zu zeigen. Danke sehr. Ich habe ihn auf der Karte markiert. Öffne die Karte mit Minus. Okay, da rechts gibt's also noch einen Stern. Verstehe. Alles klar, und wer bist du? Hi. Onkel Amiibo. Ah, okay, verstehe. Grüß dich, Jungchen. Alle nennen mich Onkel Amiibo. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Entschuldige die etwas ungewöhnliche Frage, aber besitzt du Amiibo? Wenn du welche hast, setz sie ruhig ein. Sie können dir dabei helfen, übrige Powermonde zu finden. Und jetzt kommt's. Je nachdem, welches du einsetzt, gibt's vielleicht sogar ein kleines Extra-Kostüm für dich. Möchtest du ein Amiibo auf die Suche schicken? Nein, denn ich habe keine Amiibo. Falls du dir den Drang verspüren solltest, ein Amiibo einzusetzen, lass es mich wissen. Ja, Jungchen? Ja, gucken wir mal. Ja, momentan habe ich noch kein Amiibo. Ich weiß nicht, ob ihr... Wollt ihr das mal sehen, so Amiibo-Zeug? Keine Ahnung, dann müssten wir uns mal einen holen. Im Moment habe ich aber leider keinen. So, wo ist jetzt hier ein Stern? Ein Mond, meine ich, Entschuldigung. Hier, ne, da wo es X ist. Beim Lakito. Ach ja, der See ist ja jetzt geöffnet. Wie tauche ich denn? Ach so. Ah, verstehe. Okay. Schwimmt man normal? Schwimmt man normal, ohne zu springen? Ach, einfach ohne was zu drücken. Ah, okay, verstehe. Lakito? Kann ich dir irgendwie helfen? Ich angle mir einen Fisch, den bringe ich auf den Tisch. Aha. Okay, Lakito scheint in diesem Fall sogar gar kein Arsch zu sein, wie es aussieht. Aber der hat auch nicht den Stern für uns parat, ne? Ach, warte mal, da oben auf der Minimap sieht man ja, wo das X ist. Hier oder was? Wow. Toll. Vogeltreffpunkt. Was ist das denn für ein, für ein Mond? Das ist ja lame. Oh, apropos Vogel. Den Vogel hier möchte ich ja gerne noch irgendwie fangen oder keine Ahnung was. Irgendwas kann man doch mit dem 100 Pro machen. Und wir werden auch herausfinden, was. Die Frage ist nur, wann. Und wie vor allen Dingen. Wie ist auch noch eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe momentan keine Ahnung, wie. Hallo Koopa. Tschüss Koopa. Was wollte der hier eigentlich? Ach, der wollte... Ja, okay, das Zeug, das weiß ich. Ja, wir brauchen wieder unser Vieh. Wir wollten hier sowieso noch ganz andere Aufgaben machen. Eventuell erinnert ihr euch, ja? So, und ich glaube an einer... Uah, das war gar nicht knapp, zum Glück. Autsch. Ich glaube, an einer ganz bestimmten Stelle können wir den Vogel abpassen. Es müsste da vorne links sein, oder? Hier, in dieser Einbuchtung. Ich glaube, da fliegt der genau lang, wenn ich das letztens richtig beobachtet habe. Gucken wir mal. Dann werfen wir einfach mal den Hut drauf und gucken mal, wie er reagiert. Ja, er reagiert gar nicht, aber wir kriegen einen Mond dafür. Ja gut, den nehme ich doch gerne an.
flatterhaft in der Ödnis. Okay. Und die Vogelscheuche war auch letztes Mal noch nicht da. Ist das ein Halloween? Oh. Verstehe. Halt's Maul! Nein, wie knapp. Oh nein, wie knapp. Okay, das ist eine Zeitaufgabe. Aber die Vogelscheuche war das letzte Mal noch da, oder? Die wäre mir noch aufgefallen. Okay, heißt also, wir werfen am besten von hier. Dann sollten wir ein paar Meter mehr haben, oder? Schauen wir mal, ob das zählt. Ja, tut es. Vollgas! Yes! Oh, das ist aber knapp bemessen. Wüstenland, Tick-Tack-Turnier 3. Darf ich daraus schließen, dass es noch 1 und 2 irgendwann gibt? Oder liege ich da falsch? Aber eigentlich ja, ne? Weil warum soll es sonst Nummer 3 geben? So, den haben wir schon weggebracht. Sehe ich das richtig? Alles klar. Übrigens, eine Sache, die ich mittlerweile rausgefunden habe, weil meine liebe Freundin das Spiel ein bisschen gespielt hat und das natürlich sofort gerafft hat und nicht wieder zu blöd war, alles zu raffen. Wenn man hier auf diese Fahnen klickt, die wir aktiviert haben, kann man hier per Schnellreise hinreisen. Das ist ziemlich praktisch. Wahrscheinlich hat das jeder von euch schon gerafft, nur ich wieder nicht. Das wäre typisch. So, wir brauchen wieder unseren lustigen Freund. Und dann gehen wir mal das machen, was wir das letzte Mal nicht geschafft haben. Hui. Ups. Entschuldigung. Die Steuerung von dem Ding ist so gewöhnungsbedürftig. Und damit meine ich so schwierig. Aber okay. Wir versuchen's. Macht's gleich wieder. Ich hoffe übrigens, es gibt keinen Hall in dem Video, aber ich habe heute mal den Ton ein bisschen lauter gemacht, weil ich es mega schade finde, da ich von den ganzen Soundeffekten so wenig mitkriege. Soll ja nicht so sein. Das Problem ist halt, besteht die geringe Chance, dass ihr so einen kleinen Hall habt im Video. Komm, das war gut. Ey, geil, wir haben es geschafft. Ist der durchsichtig? Nee, oder? Wie, wir haben das schon geschafft? Was? Das haben wir gemacht? Ich dachte, ich habe hier geheult, weil ich es nicht hinkrieg. Lol. Was zur Hölle? Das haben wir geschafft? Ist im Ernst? Krass, okay. Ich wusste ja gar nicht, dass ich so gut bin. Ja. Wow, okay. Alles klar. Ich habe keine Ahnung, wo wir hinreiten. Wir reiten einfach mal den schmalen Weg hier lang. Der ist nämlich viel cooler. Weil er einfach derbe schmal ist, wisst ihr. Okay. Da gibt es den nächsten Mond. Ein Ausflug mit dem Miauxi. Gibt es hier noch was? Bestimmt, oder? Da gibt es noch so lila Triforces zu holen. Ja, renn du mal da ein bisschen dagegen, ne? Auch eine gute Idee. Ich wollte eigentlich gleich absteigen. Aber wahrscheinlich wäre es sogar besser. Aber jetzt wird es natürlich mega schwierig. Oh, lalalala. Hier nochmal zurückzukommen. Okay. Also langsam komme ich ja einigermaßen rein. Oh, die Steuerung ist trotzdem mega schwer. Ach, hier komme ich ja gleich zurück. Ja, gut. Gut zu wissen. Das heißt, wir müssen hier nochmal lang. Oh, und tot. Schade. Aber müsste eigentlich trotzdem gespeichert worden sein, oder? Sieht man jetzt leider nicht, ne? Aber ich glaube schon. Okay, wir gucken jetzt nochmal nach. Ein für alle Mal. Dann wissen wir es für die nächsten Mal. Aber ich glaube, die speichern sowas ab. Außerdem ist ja eine gute Übung hier, mit dem Vieh mal rumzurennen. Denn das werden wir später mit Sicherheit noch das eine oder andere Mal brauchen. Ja, es wurde abgespeichert. Perfekt.
Ich weiß gar nicht, ob wir das Vieh nochmal sehen werden. Eigentlich ist es ja... Es sieht zumindest sehr wüstentypisch aus. Spricht jetzt nicht unbedingt dafür, dass wir es nochmal sehen, aber okay. Egal. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Diesen witzigen Auftrag, wie ich finde. So. Und dann gucken wir mal. Da oben drauf wollte ich eigentlich noch, aber ich habe halt nach wie vor leider keine Ahnung, wie ich da drauf kommen sollte. So, was ist eigentlich hier hinten? Kann ich hier vielleicht jetzt endlich mal einen Vogel kapern? Na, so wollte ich das natürlich jetzt nicht machen. Warte mal. Ich kann etwas auf der anderen Seite des Gemäldes sehen. Ja, what the fuck? Das sieht sehr nach dem aus, was alle so in den E3-Trailern gehypt hat und was auch mich gehypt hat, weshalb es auf meinem Kanalbanner zu sehen ist. Wollen wir mal gucken? Frage ist halt, was gibt's hier noch zu tun in dieser Welt? Einiges wahrscheinlich. Oh, wie viele Monde wir schon geholt haben, ey. Krass. Na gut, wir gehen mal kurz rein. Wir schauen mal kurz. Mario 64-Style, ey. Geil. Hauptsache im Sombrero immer noch an. Mann, ey, ich bin voll gespannt. Und da sind wir. Ist das ein anderes Land? Wo sind wir hier? Wir sind in Cityland gelandet. Und zwar in New Donk City. Aber ich glaube, hier sind wir noch nicht richtig gelandet, ne? Weil, so wie es aussieht, kommen wir hier nicht wirklich weg. Das heißt, es ist hier wohl ein Secret Star. Kommen wir da irgendwie hoch? Also die Fahne werden wir natürlich mal aktivieren, ist ja klar. Aber da kommen wir nicht hoch, keine Chance. Keine Chance, also holen wir uns den Mond. Geheimfahrt nach New Donk City. Genießen kurz die Aussicht. Das ist das Empire State Building, ne? Geil. Sieht schon sehr cool aus. Da kennt man die Fahnen nicht. Ja, auf jeden Fall ist das hier nicht der offizielle Eingang, so wie es aussieht. Von daher müssen wir leider wieder zurück in die Wüstenwelt. Und ja, entweder wir schauen da jetzt weiter nach Monden oder wir gehen nochmal zurück in die Kaskadenwelt. Oder wir gehen endlich weiter in diese Waldwelt, die wir ja gesehen haben. Das ist halt jetzt die Frage, ne? Was machen wir jetzt? Da oben ist ja auch noch ein... Ne, den Mond, den haben wir jetzt geholt. Ich würde sagen, wir gucken uns nochmal kurz hier in der City um. Da gibt es nämlich noch bestimmt das eine oder andere, was wir noch nicht gesehen haben. Zum Beispiel diese Rakete. Okay. Okay. Wohin? What the fuck? Yeah. Oh, nee. Eine Vogelscheuche und zwei Monde sehe ich hier schon. Ach, du liebe Zeit. Was zur Hölle? Okay. 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 Wir haben auch gerade keine Mütze. Fällt mir gerade erst auf. Das heißt, das Ganze ist so ein bisschen, erinnert es mich an Mario Sunshine, muss ich ganz, ganz ehrlich zugeben. Ich hasse mich dafür, dass ich die ganze Zeit sage, das erinnert mich an dies und das, weil mich das selbst bei anderen Let's Playern immer so mega stört, wenn die das machen. Ja gut, aber es ist halt einfach so, ne? Oh Gott. Das war knapp.
Egal, wir holen uns die beiden. Kein Problem. So. Okay. Und weiter geht's. Au. Dumme Gumbas, ey. Tschüss. Wie sie gucken, ey. So, oh mein Gott, was passiert hier eigentlich gerade? Oh, ein Herz. Vielen Dank dafür. Ich frage mich, ob das ein bisschen abhängig ist, ob man gerade Probleme hat oder nicht. Also, wenn man volle Gesundheit hat, ob dann auch ein Herz rauskommt, frage ich mich. Oder ob dann nur Münzen kommen aus den Fragezeichenblöcken. Wir werden es jetzt bei diesem Block nicht mehr erfahren, aber wir können ja mal ein bisschen drauf achten. Über der ungewöhnlichen Gegend haben wir jetzt einen Mond gefunden. Und ein zweiter wartet ja noch auf uns. Mhm. Ach du Scheiße, da rechts sehe ich noch ein paar Münzchen. Die möchte ich ganz gerne einsammeln. Das machen wir jetzt auch gleich. Das so eine gute Idee ist. Nö. Nö. Einfach nö. Das war nicht so eine gute Idee. Jetzt sind wir schon wieder hier. Das ist mies. Ich würde sagen, Leute, wie es hier weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Oder seht ihr in der nächsten Folge. Ich werde nochmal bis zur Stelle gehen, wo wir gerade versagt haben. Und dann geht's weiter. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge von Super Mario Odyssey. Bis dahin. Ciao, ciao. Liebe Grüße, euer Fridders.